Hallo, ich heiße Martina und ich werde in diesem Abschnitt die Konstruktion von Vierecken behandeln. Wir werden uns jeweils die Konstruktion von zwei Vierecken in einem Video zusammengefasst näher ansehen. Dabei wiederholen wir einige Definitionen, Begriffe sowie Eigenschaften im Zusammenhang von den jeweiligen Vierecken. Um ein Viereck konstruieren zu können, müssen wir mit den Begriffen Parallelität, Spitzer, rechter, stumpfer Winkel, Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale vertraut sein. Für die händische Konstruktion ist es notwendig, mit einem Lineal und Zirkel umgehen zu können. Dadurch können wir dann Winkel einzeichnen und Längen abschlagen. Als erstes gibt es eine kurze Wiederholung wichtiger Eigenschaften in Bezug zu Vierecken und deren Konstruktion. Danach gibt es ein Quiz und zum Schluss eine Wiederholung für den Umgang mit Lineal und Zirkel. Kommen wir als erstes zur Parallelität. Zwei Geraden A und B sind parallel zueinander, wenn sie immer denselben Abstand zueinander haben. Das zeichnet man so ein, indem man die Geraden mit zwei kleinen Strichen markiert. Die Schreibweise ist A, zwei senkrechte Striche und dann das B. Man spricht das dann so aus: A ist parallel zu B. Oder man sagt auch, A und B sind parallel. Der spitze Winkel. Ein Winkel heißt spitzer Winkel, wenn er kleiner als 90 Grad ist. Der rechte Winkel. Ein Winkel heißt rechter Winkel, wenn er genau 90 Grad beträgt. Statt der Bezeichnung des Winkels wie Alpha oder Beta oder sogar die Grad selber, markiert ein Punkt den rechten Winkel. Der stumpfe Winkel. Ein Winkel heißt stumpf, wenn er größer als 90 Grad ist. Außerdem gilt, dass ein stumpfer Winkel immer größer als 90 Grad und kleiner als 180 Grad ist. Ist der Winkel größer als 180 Grad, dann heißt der Winkel erhaben. Die Winkelsymmetrale ist ein Strahl, der einen eingeschlossenen Winkel zweier Geraden in zwei große Winkel teilt. Egal wie groß dieser Winkel ist, der eingeschlossen wird, der wird immer halbiert durch die Winkelsymmetrale. Falls du mehr darüber erfahren willst, klicke jetzt auf das gelbe Informationssymbol, um zu dem Lernzyklus der Winkelsymmetrale zu gelangen. Die Streckensymmetrale ist eine Gerade, die normal auf eine andere Strecke steht und diese halbiert. Normal auf eine Gerade stehen bedeutet, dass der eingeschlossene Winkel 90 Grad beträgt. Falls du auch hier mehr erfahren willst, klicke jetzt auf das gelbe Informationssymbol, um zu dem Lernzyklus der Streckensymmetrale zu gelangen. Um euer Wissen selbst überprüfen zu können, seht ihr gleich ein kleines Quiz in Form eines Lückentexts. Pausiert das Video, nachdem ihr das Quiz seht, und füllt die Lernfelder selbstständig aus. Nachdem ihr alles ausgefüllt habt, setzt ihr das Video wieder fort und vergleicht eure Antworten mit den Lösungen. Füllt nun die Lernfelder aus und setzt dann erst fort, um mit den Lösungen vergleichen zu können. Hier siehst du nun die Lösungen zum Quiz. Solltest du mehr als die Hälfte nicht richtig ausgefüllt haben, wäre es am besten, wenn du dir ein Video zum entsprechenden Begriff oder Thema anschaust. Zur Wiederholung zeige ich dir kurz, wie man einen Winkel einzeichnet und wie man auf einer Seite eine bestimmte Länge abschlägt. Falls du schon mit Lineal und Zirkel umgehen kannst, kannst du den Rest des Videos überspringen und zu den Basics wechseln. Sollte für dich der Umgang neu sein oder du bist dir noch unsicher, dann bleibe für die Wiederholung noch da. Für die Konstruktion von den Vierecken brauchst du ein Lineal, am besten ein Geodreieck und einen Zirkel. Halte auch einen Bleistift und einen Buntstift bei dir.
ist es der Fall, dass der Schenkel auf der rechten Seite liegt, das heißt, die Null liegt auf dem Scheitelpunkt der Strecke und der Schenkel auf der rechten Seite davon, dann erfolgt die Winkelmessung gegen den Uhrzeigersinn. Die richtigen Winkelmaße findest du in diesem Fall auf dem gelben Kreisbogen des Geodreiecks, welche dann entlang der Kanten des Geodreiecks auch ablesbar sind. Legst du die Null auf den Scheitelpunkt und der Schenkel befindet sich auf der linken Seite davon, dann erfolgt die Winkelmessung im Uhrzeigersinn. In diesem Fall findest du die richtigen Winkelmaße unterhalb des gelben Kreisbogens des Geodreiecks, welche auch entlang der Kanten des Geodreiecks abzulesen sind. Du siehst, dass der Grad auf dem Kreisbogen von links nach rechts steigt. Außerdem solltest du bei der Positionierung des Geodreiecks darauf achten, dass die Null beim Scheitelpunkt und der Schenkel genau an der Geodreieckkante liegt. Lass uns jetzt einen Winkel einzeichnen. In diesem Beispiel soll der Winkel 60 Grad groß sein. Wie geht man dabei vor? Als erstes muss eine Strecke eingezeichnet werden, welche beliebig lang sein kann. Dann legst du das Geodreieck passend auf die Strecke auf, sodass die Null auf dem linken Ende der Strecke ist und die Spitze des Geodreiecks nach oben zeigt. Jetzt suchst du die Zahl 60 bei den Winkelmaßen auf dem Geodreieck und markierst die Stelle. Zum Schluss verbindest du den linken Eckpunkt mit der markierten Stelle und beschriftest den Winkel mit 60 Grad. Gut gemacht, das war's auch schon. Jetzt werden wir eine bestimmte Länge auf dieser neu gezeichneten Strecke mit dem Zirkel abschlagen. Nimm dazu deinen Zirkel erstmal zur Hand und wähle eine beliebige Länge, die du abschlagen möchtest. Diese Länge stellst du jetzt in deinen Zirkel mit Hilfe deines Geodreiecks ein. Jetzt setzt du die Nadel deines Zirkels in den linken Eckpunkt an und zeichnest mit dem anderen Ende des Zirkels einen kleinen Bogen auf die Strecke. Falls dieser Bogen nicht gut sichtbar ist, kannst du die Stelle mit einem Buntstift erneut markieren. Zum Schluss muss noch die Strecke mit deiner gewählten Länge beschriftet werden. Super! Du kannst jetzt mit Lineal und Zirkel umgehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!